So, damit bist du schon mal weg. Wo ist denn dein Kumpel jetzt hin? Der hat sich da hinten hingestellt. So. Jetzt wärst noch du. Oh, das war jetzt knapp, aber es ging. Und der Gegenstand ist dann nach unten durchgefallen. Das ist mir sowas von egal. Ich bin jetzt bei Sir Alona angekommen. Versuchen wir meine Seelen wieder zu beschaffen, die da hinten liegen. Ja. Puh, das war jetzt knapp. Das auch. Das ebenso. Ja, wenn seine Schläge ins Leere gehen, ist das immer gut. Wow. Wenn uns die dicke Combo trifft, ist das jedoch nicht so schön. Ja. Sein Gleitangriff ist teilweise sehr, sehr tödlich. Dem Stich kann man jedoch sehr gut ausweichen. Dem da muss man auch sehr gut ausweichen. Denn das macht übelsten Schaden. Dass er das jetzt so früh und so häufig gemacht hat. Oh, sein Tritt. Den habe ich auch ganz vergessen. Genau, in solchen Fällen können wir gut ausweichen. Und trinken, auch wenn es jetzt unnötig war, aber ich habe lieber hohes Health bei ihm. Oh. Das war gut ausgewichen. Jetzt habe ich ein Problem. Oder auch nicht. Ja, noch geht er. Das hingegen war nicht so gut. Ohohoho. Ja, Sir Anone. Der mächtigste Ritter aus dem Osten, würde ich sagen. Ohohoho. Langsam gewöhne ich mich wieder an seine Angriffe.
Ihr müsst wissen, die Gegner in diesem DLC, die haben ein ganz besonderes Angriffspattern. Also einen ganz besonderen Roll- und Blockfenster. Ein ganz besonderes Roll- und Blockfenster. Wenn man zu langsam ist oder zu früh losrollt, so wie jetzt gerade eben. Hat man es nur schwieriger. Also wird ständig getroffen. Das lernt man auch beim Fume Knight und hier auch beim Sir Alone ziemlich schnell. Wie jetzt zum Beispiel. Au. Ja, sein Tritt. Das könnte mich töten. Ja, das hat mich getötet. Das Blöde ist, man kann das Trinken auch nicht unterbrechen. Und ich sollte während dem Bosskampf mich mehr konzentrieren und weniger faseln, wie jetzt gerade eben. So, also wie immer dieselbe Leier. Hä? Old Thomas? Ist das ein Spieler? Wenn es einer ist, wir brauchen ihn nicht. Denn Alone will ich alleine schlagen. Ich sollte eigentlich mal meine Seelen gucken, dass ich meine Seelen da raushole. So. Mir fällt gerade was so auf. Das ist zwar sehr toll im Allgemeinen, aber nicht für mich so. Ich hätte nämlich gern lieber meinen Hartstahlring wieder. Mari hat weniger Schaden, ich halte aber ein bisschen mehr aus. Was der Vorteil ist. So. Genau, man merkt es schon hier an der Blitzhexe. Für die brauche ich jetzt 4 Angriffe. Also ist aber bei den Echsen nicht ganz so wildes. Bei denen schon eher. Da wurde ich getroffen, das habe ich vorausgesehen, deswegen heile ich mich. So. Piekst dich tot. Wenn ich den Hauptmann hier jetzt nicht mehr one-hitten kann, mit meinem Backstep, ist das das Zeichen dafür, dass das doch keine so gute Idee war. Ja. Bitte wieder zum Ring der Klingen wechseln. So. Ein gebossener roter Augapfel und hier runter. Jetzt erstmal den wieder ausschalten.
Wow, das war knapp. Dann den ausschalten und dann versuchen wir es wahrscheinlich mal wieder mit durchrennen. Nachdem wir uns hochgeheilt haben. Na komm her. Pfeil. Egal. So, hier runter. Und die folgen mir nicht hier runter, das ist gut. So, Sir Alone. Au! Musste das gleich am Anfang sein? Ja, es macht sein Schwert halt stärker. Vor allem seine dunklen Angriffe werden davon, glaube ich, stärker. Aber er selber... Auch. Auch. Ja. Ich krieg dich noch, Kumpel. Also ihr merkt es sicherlich, in den DLCs ist alles ziemlich schwieriger als in den im Hauptspiel. Wow, vor allem war das gerade ziemlich übel für den ersten Gegner. Au. Weg mit dir, du bist mir zu anstrengend. So, hier rein. Komm. Ich habe langsam keine Lust mehr auf euch. Das versteht ihr doch hoffentlich. Ich weiß nicht mal, wie oft die hier respawnen, bevor der Respawn aufhört. So, du bist auch tot. Als nächstes musst du sterben. Ja, der Speer ist doch mächtiger als das Schwert. Der Gegenstand da ist mir jetzt sowas von Schnurz. Das ist eh nur wieder ein rotes Auge, was ich nicht brauche.